herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es diesen leckeren Spaghetti Carbonara Kuchen. Und wenn ihr wissen wollt, wie der geht, dann bleibt jetzt dran. Viel Spaß bei meinem Video! So, als allererstes werde ich mir jetzt 500 Gramm Spaghetti abkochen. Ganz einfach im Topf, nicht im Thermomix. Im Thermomix werde ich anschließend die Carbonara Soße zubereiten. So, in der Zeit, in der hier die Spaghetti kochen, kann ich meinen Parmesan klein schreddern. Und zwar habe ich hier 80 Gramm Parmesan in Stücken. Den gebe ich in den Mixtopf und werde den jetzt zerkleinern. 10 Sekunden auf Stufe 10. So, wunderbar klein ist er. Den Parmesan fülle ich mir gerade wieder in mein Schälchen zurück um und stelle ihn zur Seite. Als nächstes hole ich mir meine Silikonform, weil die schön dicht ist. Also eine Springform würde ich euch nicht empfehlen, weil nachher unsere Carbonara-Masse, die ziemlich flüssig ist, noch in die Form rein soll. Und wenn eure Springform nicht wirklich 100% dicht ist, wird es leider auslaufen. Deswegen habe ich mich für meine Silikon-Tartform entschieden. Die ist zwar nicht ganz so hoch, aber das klappt trotzdem gut. Und meine Silikonform, die brauche ich ja nur kalt ausspülen, die muss ich nicht einfetten. Das habe ich schon getan. Und in meine Silikonform lege ich jetzt 90 Gramm Bacon oder Frühstücksspeck in Scheiben auf den Boden und verteile schön gleichmäßig die Scheiben drauf. So sieht es jetzt aus. Und das werde ich zur Seite stellen. In der Zwischenzeit sind die Spaghetti fertig, die werde ich jetzt schnell abgießen. Und wenn die Spaghetti gut abgetropft sind, gebe ich sie in meine Kuchenform. Für die Carbonara-Soße kommen jetzt 5 Eier in den Mixtopf, 100 Gramm Milch, ein Becher saure Sahne, ein Becher süße Sahne, 1,5 bis 2 Teelöffel Salz. Das müssen wir mal abschmecken. Ich werde jetzt erstmal 1,5 Teelöffel Salz reinmachen und nachher nochmal die Soße abschmecken. 1,5 Teelöffel Pfeffer. Ich mache das mit meiner Pfeffermühle wieder per Augenmaß. 2 Prisen Muskatnuss und 1 Prise getrockneter Knoblauch. Das waren die Zutaten für die Carbonara-Soße. Die lasse ich jetzt 10 Sekunden auf Stufe 4 gut verrühren. Bevor ich die Carbonara-Soße gleich über die Spaghetti gebe, werde ich jetzt noch den Backofen schnell auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. So, jetzt hätte ich doch fast das Abschmecken vergessen. Das werde ich jetzt natürlich noch tun, bevor die Soße auf den Spaghettis ist. Also sie sollte schon kräftig nach Salz und nach Pfeffer schmecken. Sonst würzt lieber noch mal ein bisschen nach. Bei mir gebe ich noch ein bisschen Pfeffer dazu. Und auch noch mal eine Prise Muskatnuss. Und vermische das Ganze noch mal ein paar Sekunden auf Stufe 4. Jetzt kommt die Carbonara-Soße über die Spaghetti. Bei mir bleibt jetzt ein klein wenig Soße übrig, aber das liegt eben an meiner Form. Da müsst ihr schauen, wie es bei eurer Form ist, ob die ganze Soße reinpasst. Dann könnt ihr natürlich alles reintun. Nun verteile ich den zerkleinerten Parmesan noch über die Spaghetti drüber. Und zum Schluss verteile ich noch ein paar Cherry-Tomaten, die ich vorher halbiert habe, auf dem Spaghetti-Kuchen. Kommt der Spaghetti-Kuchen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 25 bis 30 Minuten in den Backofen. So, meine Lieben, hier kommt das Endergebnis.
So sieht der leckere Spaghetti Carbonara Kuchen nach dem Backen aus. Der riecht so lecker. Ich freue mich, wenn wir den jetzt gleich verspeisen können. Er war bei mir jetzt allerdings 35 Minuten drin. Da müsst ihr mal schauen, ob schon alles gestockt ist, die Eimasse gestockt ist. Und wenn nicht, lasst ihr ihn einfach noch ein bisschen weiter im Backofen stehen. Schaltet nur den Backofen aus, damit es vielleicht nicht ganz zu dunkel wird für euch. Aber wie gesagt, das könnt ihr ja entscheiden. Ich werde jetzt noch ein paar Basilikumblättchen holen, falls mein Basilikum noch mitmacht. Ich muss mal schauen, wenn ich komme, vielleicht noch ein paar Kräuter drauf. Ja, mein Lieben, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und auch mein Video dazu. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn dem so ist. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und dann verpasst ihr kein neues Video von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschalten und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss!